fünf Einflüsse, an denen du ablesen oder sehen kannst oder wahrnehmen kannst, wie lange dein Trennungsschmerz noch dauern wird. Erst einmal, Trennungsschmerzen sind einfach ein furchtbares Gefühl, aber wenn du weißt, worauf sie zurückzuführen sind und dich wirklich auskennst mit dem Wesen des Trennungsschmerzes, ist es viel schneller verarbeitet, als du glaubst. Und genau darum soll es jetzt in diesem Video gehen. Also der erste ganz wichtige Punkt, der Einfluss hat auf die Dauer deines Trennungsschmerzes, ist immer deine Willenskraft. Wie sehr bist du gewillt, dich aus diesem unangenehmen Gefühl, diesem Schmerz, diesem belastenden Stress, den der Körper die ganze Zeit ausgesetzt ist, wegzubewegen? So, je mehr du deine Willenskraft jeden Tag aufs Neue stärkst und aus ihr wirklich dagegen ankämpfst, desto eher kommst du auch aus diesem ganzen Trennungsschmerz raus. Und das ist nicht einfach. Man steht um 5 Uhr morgens auf, man könnte heulen, man ist komplett fertig mit Nerven, es geht eigentlich gar nichts mehr und man weiß nicht, wo man ja die Kraft nehmen soll. Aber genau da ist es wichtig, stark zu bleiben. Motivier dich, setz dir Ziele und setz diese Ziele mit Willenskraft um. So, also arbeite immer von einem Schritt zum nächsten und jeden Schritt mit so viel Willenskraft, wie du kannst. Wenn du das kontinuierlich machst, wird dein Trennungsschmerz definitiv nachlassen. Und das Gute ist, du hast unglaublich viel geschafft, weil du diese Trennung als Motor genutzt hast. Ist nämlich der Trennungsschmerz dann irgendwann vorbei, je nachdem, wie sehr du da in der Willenskraft bist oder wie viel Willenskraft du einsetzt, geht es dir mit einem Schlag richtig gut, weil du einfach so viel zusätzlich investiert hast in die Schmerzverarbeitung und damit auch in deine Weiterentwicklung. Trennungsschmerzen sind immer eine Weiterentwicklung. Der nächste Punkt, der einen riesen Einfluss auf die Dauer hat und darüber entscheidet, wie lange du noch leiden wirst, ist, wie verarbeitest du deinen Trennungsschmerz? Also du musst wissen, wenn wir Trennungsschmerzen haben, dann ist das immer unser Ego, das leidet. So, es ist nie das Herz. Das Herz ist einfach nur Liebe und es kennt nichts anderes als Liebe. Das Herz kennt sozusagen nicht diesen Schmerz. Der Schmerz wird ausgelöst vom Ego, weil wir verlassen wurden, weil wir schlecht behandelt wurden, weil wir abgewiesen wurden, weil wir uns einem Menschen hingegeben haben und vertraut haben. Natürlich nicht vollständig, also das Herz leidet natürlich auch, aber das Ego ist ein extremer Verstärker dieser Schmerzen und das musst du dir bewusst machen. Deswegen ein kleiner Trick, wie du das umgehen kannst, nämlich mittels positiver Psychologie. Das heißt, du verarbeitest diesen Trennungsschmerz aus deinem Herzen. Anstatt jemandem die Schuld zu geben, und immer zu sagen, wie konntest du mir das nur antun, wie konntest du das nur machen, gehst du in die Vergebung, anstatt zu sagen, das war die schlimmste Entscheidung meines Lebens, mit dir zusammengekommen, gehst du in die Dankbarkeit. So, wow, wir hatten so eine fantastische Zeit. Ich bin dankbar dafür, dass wir diese Zeit hatten. Anstatt in, also er, sie möchte mich nicht und er, sie liebt mich nicht, gehst du in die bedingungslose Liebe. Das heißt, du lässt deine Liebe hier weiterhin im Herzen zu, aber ohne die Bedingung, dass er oder sie dich dafür lieben muss. Das alles ist Herzverarbeitung. Und das Interessante dabei ist eben, wenn du mit dieser positiven Psychologie arbeitest, ist, dass etwas ganz Wichtiges passiert. Wenn du zu sehr im Ego bist mit deinen Trennungsschmerzen, ja, dann wirst du sehr, sehr, sehr leiden und das kann sich in die Ewigkeit ziehen. Mitunter können solche Schmerzen über Jahre gehen, weil das Ego einfach so drinne fest anhaftet und da nicht rauskommt. Wenn du es aber übers Herz verarbeitest, durch Dankbarkeit, Vergebung, die bedingungslose Liebe und so weiter, bist du gleichzeitig während dieser Verarbeitung im Herzen. Und das wiederum sorgt dafür, dass du dich gut fühlst und dass du glücklich bist, trotz dessen, dass dieser Schmerz einfach so intensiv ist. Das heißt also, geh, arbeite mit positiver Psychologie aus dem Herzen heraus und der Liebeskummer und die Trennungsschmerzen werden nicht mehr allzu lange andauern oder du kannst einfach schneller verarbeiten. Jetzt musst du eine Sache wissen, und das ist der dritte Punkt. Das Ego ist immer ein Schmerzverstärker. Das heißt, je stärker dein Ego in diesen Trennungsschmerz involviert ist, weil du vielleicht in einer toxischen Beziehung warst oder ähnliches, desto intensiver ist auch der Trennungsschmerz. Als Beispiel, du leidest unter der Angst davor, alleine zu sein und hast diese Beziehung ein klein wenig gebraucht, um diese Angst vor dem Alleinsein nicht mehr fühlen zu müssen,
Menschen, die das haben, springen auch ganz schnell von einer Beziehung immer wieder in die nächste Beziehung, um nicht diese Angst vor Einsamkeit fühlen zu müssen. Und in diesem Fall würde sozusagen die Trennung dazu führen, dass man wiederholt dieser Angst vor Einsamkeit ausgesetzt ist. Das ist ein zusätzlicher negativer Impact zum Trennungsschmerz selbst, der dafür sorgt, dass sich alles nochmal schlimmer anfühlt. Wir haben einerseits diesen ganz normalen Trennungsschmerz, ich nenne das jetzt mal so, plus diese Angst vor Einsamkeit, die noch mit reinspielt und die dann dafür sorgt, dass sich eben dieser Trennungsschmerz verstärkt. Und diese Angst vor Einsamkeit, die kommt meistens immer aus dem Ego, aus dem inneren Kind, aus Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind. Wir haben dann so eine panische Angst davor, alleine zu sein, dass wir das nicht fühlen können. Dann sind wir dieser Angst ausgesetzt und meistens suchen wir dann ganz schnell neue Beziehungen, nur um diese Angst nicht zu fühlen, was natürlich unglaublich ungesund ist, weil es ist besser, diese Angst zu heilen. Das kann auch die Angst sein, nicht gut genug zu sein, die Angst sein, nicht geliebt zu werden, nicht angenommen zu werden, nicht akzeptiert zu werden und so weiter. Oder du idealisierst den Ex-Partner, die Ex-Partnerin und überliebst sozusagen und liebst zu viel, einfach nur, weil du dadurch denkst, Liebe zurückzubekommen oder dass deine Strategie war, um Liebe zurückzubekommen. Das alles passiert im Ego und führt dann dazu, dass sich der Trennungsschmerz und der Liebeskummer extrem verstärkt und eben so lange in die Länge ziehen kann, bis diese Angst in uns wieder befriedigt ist. Vielleicht durch eine neue Partnerschaft oder durch einen anderen Menschen, der diese Angst befriedigt. Oder, und darum geht es jetzt, durch uns, weil wir diese Angst in uns heilen. Das heißt, versuche diese Ego-Antriebe, die den Liebeskummer verstärken, zu erkennen, also sei reflektiert, habe ich Angst vor Einsamkeit, ist in mir diese Angst, nicht gut genug zu sein, nichts Besseres zu finden, ist in mir dieser Mangel, der dazu führt, dass ich diesen Menschen unbedingt zurückhaben möchte, das ist gerade bei nach toxischen Beziehungen sehr intensiv und sehr stark zu finden. Und wenn das so ist, dann arbeite dagegen an und heile diese Ängste und ich verspreche dir, dass dein Liebeskummer extrem schnell besser wird und auch nachlassen wird. Also die Dauer ist ganz stark davon abhängig. Der nächste Punkt ist Sport. Wenn wir im Liebeskummer sind, haben wir immer einen Mangel an Serotonin. Und wenn du regelmäßig Sport machst, wirst du merken, dass es immer besser geht. Unter anderem auch, weil Serotonin bei Sport ausgeschüttet wird. Das heißt, Sport ist ein ganz wichtiges Tool, um Liebeskummer zu überwinden. Je mehr Sport wir machen, desto besser wird es uns gehen. Am besten direkt nach dem Aufstehen für eine Stunde oder zwei Stunden. Je intensiver, desto besser, wo du dich einfach richtig auspowerst. Du wirst merken, dass es dir dadurch langfristig viel, viel besser geht. Auch Ernährung hat einen Einfluss darauf. Es ist kein großer Einfluss, aber es ist dennoch merkbar. Also Menschen, die sehr sportlich sind, können Liebeskummer tatsächlich schneller überwinden. Als nächstes ist es wichtig, dass du versuchst, also ich formuliere das mal so, dein Liebeskummer wird so lange dauern, bis du ein Leben lebst, ohne Ex-Partner, Ex-Partnerin, in dem du genauso glücklich bist wie mit dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin. Das heißt, je mehr du in deinem Leben, in deinem Umfeld aufbaust, Dinge aufbaust, Situationen aufbaust, Freunde aufbaust, ein Umfeld einfach aufbaust, das dich wirklich glücklich macht und dich mit deinem Herzen tief verbindet. Je mehr du davon machst, desto schneller wird Liebeskummer vergehen. Im Endeffekt sollte es eigentlich so sein, dass du mit deinem Leben unglaublich glücklich bist und du mit dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin maximal glücklicher bist. Wenn das nicht so ist, dann ist natürlich die Trennung ein Ersatz für dieses fehlende Glück in dir. Du verbringst dann mit dem Ex-Partner, Ex-Partnerin Zeit, bist in diesem Hoch, in diesem unglaublichen Glücklichsein. Und sobald er oder sie weg wäre, bist du total unglücklich, weil du kein Leben dir geschaffen hast, in dem du ohne irgendwelche Abhängigkeiten, beziehungstechnisch Abhängigkeiten, also Abhängigkeiten von Menschen, wirklich glücklich und zufrieden sein kannst. Und das heißt, du brauchst sozusagen ihn oder sie, um dich mit dir glücklich zu fühlen, was keine gute Voraussetzung ist. Deswegen schaff dir ein Leben, in dem du glücklich bist, ohne den Ex-Partner, die Ex-Partnerin
Und einfach schlichtweg nur glücklicher wärst, wenn er oder sie dabei wäre. Und je mehr du hier investierst, indem du dir auch bewusst wirst, was macht mich glücklich, was will das Herz, was braucht es in meinem Leben und was muss ich dafür tun, desto eher wirst du auch Menschen und Möglichkeiten finden, beziehungsweise desto eher wirst du aus diesem Liebeskummer rauskommen und natürlich dann auch irgendwann Menschen finden oder auch Möglichkeiten um dich herum, die mit dem Herzen resonieren und dich noch glücklicher machen. Gegebenenfalls auch Beziehungen, die dich viel, viel glücklicher machen, weil du nicht mehr aus diesem Mangelbewusstsein heraus in eine Beziehung reingehst, sondern aus einem Völlebewusstsein, aus einem Bewusstsein, ich habe alles, um glücklich zu sein, ich brauche nichts mehr. Und dann suchst du nicht Partner oder Partnerin aus, die gerade kommen und gehen, um das mal eben kurz zu stillen, sondern wo du auch denkst, okay, vielleicht gerade hübsch, aber würde mich langfristig nicht glücklich machen. Und so weiter und so fort. So. Deswegen arbeite daran, auch dann wird dein Liebeskummer deutlich kürzer andauern und schneller nachlassen. Das sind alles Tools, die die Dauer im Endeffekt beeinflussen. Die jetzt pauschal zu sagen, also Beziehungsintensität, so, solange die Dauer, wie ihr zusammen wart, minus XYZ plus das ist dann die Dauer deines Liebeskummers ist der größte Schwachsinn, den es gibt. Also das kannst du komplett vergessen. Das existiert keine Formel, die irgendeinem Menschen auf dieser Welt vorrechnen könnte, wie lange Liebeskummer anhält oder dauert. Insofern, es ist ganz stark von dir selbst abhängig. Das ist Punkt Nummer eins. Und vor allem von dem Liebeskummerschmerz, der mit deinem inneren Kind und deinem Ego behaftet ist. Davon hängt ganz stark ab, wie intensiv und wie lange dein Liebeskummer dauern wird. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.